Bei diesen Totems in der Nähe tust du ja quasi, die alarmieren dich ja, wenn die dich sehen, und dann wachst du auf. Na? Jetzt wäre es natürlich geil, wenn die Stelle, an der ich schlafe, da sind keine, oder wenn die Stelle, an der ich schlafe, eine kaputte Glocke hat, dann kann ich ja nicht geweckt werden. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Da habe ich bisher aber noch nie drauf geachtet, ob in den Räumen die Glocke funktioniert oder nicht. Also da werden wir heute mal ein bisschen mehr Achtung drauf geben. Danke. Ich eck an. Ja. Ich hätte nach links ziehen können, aber pff. Schelle, Schmelle, sage ich da immer. Nice. Was ich mich auch noch frage, ist, in welcher Zeitspanne, sowohl Zeitspanne als auch Zeitlinie sich das hier befindet. Also diese Spezies ist, oder anders, ob diese Spezies quasi vor oder nach den Nomai gekommen ist, oder vielleicht sogar genau mit denen koexistiert hat, aber die haben sich halt dauerhaft in ihren in ihrer schwarzen Bubble aufgehalten und in ihrer Simulation gechillt, dass die Nomai die nicht mitbekommen haben oder die Nomai nicht mitbekommen haben. Zumindest haben die Nomai nie irgendwas von dieser Spezies erwähnt und wir können diese Spezies hier nicht lesen, also wissen wir nicht, ob die Nomai gesehen haben. Fragen über Fragen. Auf jeden Fall sind sie ebenfalls wie die Nomai dem Auge, also dem Signal vom Auge des Universums gefolgt. Potenziell könnte das also zur selben Zeit spielen, weil das Auge hat ja irgendwann angefangen, sein Signal zu senden. Also, ne, und dann sind die Nomai halt hierher geworbt. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass diese Spezies hier, die ist ja, also wir wissen ja, die ist auch aufgrund von dem Auge hierher gekommen. Es könnte also sein, jawohl, die Nomai haben sich hierher gewarpt, ne? Die haben Warp-Technologie gehabt und diese Spezies hier hatte es nicht. Also die sind, die haben ja einen Faraday-Cage gebaut und sind hierher gefahren vom Nachbarsonnensystem her. Also potenziell sind die hier angekommen. Ah, es macht keinen Sinn. Weil auf dem Schiff hier ist ebenfalls Ghost Matter zu sehen. Und wahrscheinlich ist das der Grund, warum die hier alle tot sind. Aber sie sind immer noch in der Simulation lebend. Das macht irgendwie keinen Sinn. Warte mal. Also wenn sie mit den Nomai an... Gehen wir mal davon aus, die sind zur selben Zeit losgefahren wie die Nomai. Die Nomai waren sofort da. Auch wenn am falschen Ort, in Dark Bramble, und dann ist halt die gesamte Story vom Base Game abgelaufen. Und dann ist der Komet explodiert. Nee, das kann nicht hinhauen. Also, wenn überhaupt, müssten die angekommen sein, während die Nomai gelebt haben, und dann sind beide gleichzeitig durch den Kometen gestorben. Weil wir haben Ghost Matter an Bord. Also irgendwo muss die Ghost Matter herkommen. Und das kann es eigentlich nur durch den Kometen, außer die haben in ihrem Sonnensystem vielleicht auch sowas gehabt. Which is not entirely impossible, I guess.
Bei dem Ding war ich, ne? Genau, da war der Turm, da ist leicht abgesenkt, da... Ne, da waren wir. Dann waren wir bei dem hier noch nicht. Also das Einzige, was sonst noch Sinn machen würde, wäre vor den Nomai. Ne, das kann auch nicht passen. Weil die Nomai sind mit dem Erscheinen von dem Signal sofort hierher gekommen. Und haben dann, keine Ahnung, 100 oder 200 Jahre gebraucht, um den gesamten Plan mit dem Ash Twin Project und sonst noch irgendwas aufzubauen. Also mindestens 2 Generationen haben die gebraucht. Davon ausgehen, dass Nomai jetzt so 100 Jahre leben, das weiß ich nicht. Da gehen die Solar Kollektoren gerade an. Also irgendwie macht das nur Sinn, zeitlich zumindest gesehen, davon ausgehend, dass der Komet halt auch ein Event war, wo sie dabei waren. Es kann natürlich sein, dass die Ghost Matter, die hier vorhanden ist, auch schon mitgebracht haben aus einem anderen System. Oder vielleicht ist Ghost Matter für die hier was ganz Normales. Vielleicht haben die den Kometen mitgebracht. Kann sein. Ist ein schwarzer Stein gewesen, in dem das drinne gewesen ist. Oh, da drüben ist das Casing. Also es war ein schwarzer Stein, wo die Ghost Matter original drinne war. Und denen ihr Gebäude besteht auch größtenteils aus schwarzen Steinen. Also kann es sein, dass sie das mitgebracht haben und damit die Nomai gewollt oder aus Versehen ausgelöscht haben. Ne, Moment, es kam auf den Kometen. Das macht keinen Sinn. Oh, kann ich hier... Interesting. Alright. Okay, aber für was haben wir dann das da gebraucht? Wenn sich mein Google noch einmal aktiviert, wenn ich okay denn sage, raste ich aus. Okay. Nope, keine Ahnung. Also wir haben die Kombination für das Zweier-Ding jetzt gar nicht gebraucht, weil wir, naja, von hinten gekommen sind, sage ich jetzt mal, durch, keine Ahnung, wie man das nennt. Hier brauchen wir die Kombination wahrscheinlich dafür, dass die Lichter hier ausgehen. Oder wir finden halt einen Ort ohne Glocken. Wenn wir einen Ort ohne Glocken finden, wäre das auch kein Problem. Und hier brauchen wir die Kombination für eine Brücke oder so. Hätte ich hier auch gedacht, aber hier haben wir so einen Floß an der Seite. Also wir brauchen noch 2 Kombinationen. Weil die eine haben wir übersprungen. Aus Gründen eines fehlenden Wortes. Gut, dann einmal Reset bitte. Dann würde ich jetzt ganz gerne in dem Bereich, wo wir aufwachen, wenn wir hier sind, einmal nach oben gehen und zwar an der rechten Seite. Also, da, wo es zu diesem Totempfahl-Dings ging, haben wir in einer Vision gesehen, dass man auf der Hälfte, quasi anhalten kann und kann eine Hand nach unten nehmen. War das hier? Ja. Hier war das Ding. Da kann man nach unten. Und hier ist die Alarmglocke. An der können wir einfach vorbeilaufen. So, dann ist das Ding bereits da. So, und jetzt ist das quasi auf der Hälfte oder so. Ja, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Ja.
Da ist das. Sehr schön. Mit dem Ding können wir dann nach oben fahren. Können wir es noch ein bisschen Licht machen? Ah, jetzt sind wir hier oben, wo wir nie hingekommen sind. Nee. Wo sind wir jetzt? Also sind an dem Ding hier. Genau, da können wir uns das nicht. Können wir jetzt das Licht ausmachen? Da ist gerade ein Licht nach unten gefahren. Au. Nun, wir sind jetzt zumindest in kompletter Dunkelheit. Und anhand des Geräusches würde ich jetzt einfach mal schätzen, die haben das gehört. Ja. Okay. Wir müssen jetzt in Anführungszeichen nur noch zurückkommen. Die waren bisher so quasi immer über uns, wo es uns nicht interessiert hat. Und bin ich hier sicher? Ich war im Turm, ja genau. Okay, wir dürften uns nur kurz ein bisschen zur Seite ziehen. Da sterben die Leutchen in der Partyhütte. Ja, also wir kommen da zwar jetzt durch. Aber die sind halt jetzt da drüben. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin mir ja nicht so hundertprozentig sicher, wo ich gerade bin. Also relational gesehen vom Rest der Karte. Deswegen würde ich für einen Neustart plädieren. Warum kann ich nicht einfach die Leutchen hier drumherum auspusten? Dann haben wir das Problem auch nicht mehr. Der Turm hier kippt auch irgendwann um. Das Problem ist, literally am Ende des Cycles. Also wir haben vielleicht noch 2 Minuten oder 1 Minute Zeit, sobald der Turm umfällt. Okay, es ist zappenduster. Hi. Ich kann mich ja hier. Oh. Er hat kein Licht. Hier kein Lichtsymbol vor sich. Der hat seine Laterne geradeaus. Also er sieht mich nicht. Er wartet darauf, dass ich quasi meine Laterne anmache, damit er weiß, wo ich bin. Aber ich bin in der Matrix, mein Junge. Ich brauche kein Licht. Das Problem ist halt, dass ich Hände oder andere Interaktionsgegenstände gerade nicht verwenden kann, weil, naja, ich habe keine Lampe gerade dabei. Aber wir können auf die Art und Weise definitiv erstmal auskundschaften, wo wir langlaufen müssen, ohne möglichst denen in die Arme zu laufen. Also ich komme lang, gehe dann nach links. Fragezeichen. Nee, das war zum Aktivieren von dem Bootshaus. Ich gehe also komplett links durch.
Komplett links durch ist nicht die Antwort, die wir suchen. Komplett links durch ist die Antwort, die wir suchen, denn hier ist der Fahrstuhl. Und den Fahrstuhl kann ich gerade nicht bedienen, weil ich das Licht nicht dabei habe. Okay, also mit Auskundschaften ist nicht wirklich viel los, weil wir ohne die Lampe nichts machen können. Okay. Ja, würde ich sagen, lassen wir uns einfach nicht ertappen, Alter. Ist ja easy, ne? Auch nur sehr, sehr spärlich mit dem Fokussieren umgehen, weil, wie gesagt, das der Grund ist, warum sie uns aus Entfernung sehen. Die Dinger sind nicht unbedingt Stonkers, wenn es darum geht, Sachen aus Entfernung zu erkennen. So, und jetzt gehe ich in Sneak-Modus. Nice, jetzt sehe ich genauso viel wie alle anderen. Nichts. Scheiße, Alter. Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt in den Abgrund laufen würde, wenn ich da lang laufe. Wäre ich nämlich knallhart. Aha. Okay, da hinten ist meine Lampe. Kommst du hier lang oder nicht? Also ich habe jetzt zwei Wege, wo ich lang gehen kann, aber eigentlich muss ich halt da durch die Höhle und die versperrt er mir gerade komplett. Ja. Er geht auch nicht weiter als bis zu dem Ding da vorne. Eventuell muss ich ihn drumrum jagen. Also wir haben ja hier eine Säule quasi zwischen. Dass wir Väterchen rüttel dich oder wie auch immer spielen müssen. Hi. Nein. Das ist ein Witz, oder? Ah, oh, jetzt habe ich das Artefakt da hingelegt und ich komme nicht mehr ran, weil meine Hitbox vom Feuer größer ist. Ach, komm schon. Nice. Echt nice. Super Spiel. Toll. Sehr, sehr geil. Naja. Also. Großer Turm. Und dann Licht auspusten. Dann nach unten gehen. Easy. Jo, warte mal, das heißt ja aber auch, dass das Siegel, was ich gerade gebrochen habe, das ist ja jetzt nicht mehr da. Nee, andersrum.
Das ist ja jetzt wieder da. Ha. Ja, scheiße. Das heißt, das ist ja dann... Ja, okay, ist nicht so viel mehr. Ich muss eigentlich nur in den Ladebalken rausspringen. Und wenn ich aus dem Ladebalken rausspringe, brauche ich halt noch die Kombination für die anderen zwei Teile. Mehr ist es ja quasi gar nicht. Sagte er, unwissentlich, wie viel das bedeuten wird. Oh. Könnt ihr euch erinnern, dass ich gesagt habe, ich will eigentlich noch herausfinden, was dieser Cinema-Bereich oder dieser Theater-Bereich ist? Steht auch auf meiner To-Do-Liste. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, ich habe andere Sachen gerade zu tun, als dieses Ding zu finden. Ey. Nicht anecken. Fast nicht anecken. Leute. Können wir die nicht wirklich irgendwie auspusten? Also, warum nicht? Die können es ja auch. Außerdem frage ich mich nach wie vor, warum da ein Ding frei ist. Ist das in den anderen Shrines? Glaube ich nicht so. Ich kann mich nicht mehr hundertprozentig daran erinnern, aber ich glaube, das hier ist der einzige Schrein, wo ein Platz frei ist. Hello there. Ich wollte gerade sagen, ich könnte unten ein paar Lichter anmachen, die mich guiden, aber das ist totally fucking bullshit, because I'm literally the one who put them out. All of them. Ja, selbst wenn ich hier die Lichter anmache, wenn ich gleich mache, ist alles aus. Alia hüpf. Licht aus. Man sieht auch echt gar nichts. Man hat keine Konturen oder sonst noch irgendwas. Es ist komplette Finsternis. Noch ein Stück. Hand. Danke. Du willst mich verarschen, oder? Ich hab das überlebt. Impressive. Also, actually impressive. Das war die letzte Sache, mit der ich gerechnet habe, dass ich das überlebe. So, willkommen zurück zu... Können wir nach unten gehen?
Hier ist Licht. Durch den Fahrstuhl. Das Problem ist, ich kann mich nicht einfach an der Wand entlang hangeln, weil ich sonst ins Wasser falle. Das ist halt so ziemlich die biggest fear, dass man ins Wasser fallen kann. Ah, well, actually, da ist Geländer dran. Fuck. Da hat er mich. Hallo. Danke. Ich habe gedacht, dass ich mich an ihm vorbeisneaken kann, dass er mir hinterher rennt. Das Problem ist, wenn er mir hinterher rennt, macht er seine Lampe an und dann sieht er mich natürlich durch sein Licht. Also an denen komme ich noch nicht so wirklich gut vorbei. Aber wir finden schon einen Weg, wir finden schon einen Weg, Leute. Lass mich Fahrrad fahren. Man muss erstmal ein paar Mal auf die Fresse fliegen, bis man es hinbekommt. Ah, Fahrstuhl. Mensch. Das ist aber lieb von dir, dass du mich hier oben erwartest. Hast gewusst, dass ich wieder herkomme, oder? Ja, kleiner Arschloch. Ich habe gerade die T-Pose gemacht. Interesting. Da haben sie sich nicht gedacht, wir machen uns Arbeit für die Schatten oder sonst noch irgendwas, sondern haben es einfach gelassen. Actually, wenn ich so drüber nachdenke, auch im Original-Game, wenn man uns in unserem Spacesuit gesehen hat und die Sonne hat quasi den Schatten vor uns geschienen, hat man nicht wirklich die Konturen gesehen, wie wir uns bewegen oder sonst noch irgendwas. Oder unsere Armhaltung. Man hat die ganzen Details von dem Scout Launcher oder sonst noch irgendwas gesehen, aber man hat jetzt nicht wirklich, ich nenne jetzt mal, modelabhängige Interaktionen gesehen. Im Sinne von Sachen, die wir tragen. Doch, haben wir. Wir haben das Item, was wir tragen, immer so halb neben uns fliegen sehen. Aber mehr auch nicht. Also die müssen sich auch mega verarscht vorkommen. Well, I'm down. I take it, I guess. Fuck, wenn die mir jetzt hinterherkommen, habe ich ein richtiges Problem. Kommen die mir hinterher? Beantworten wir diese Frage vorerst mit einem Nein. Beantworten wir diese Frage mit einem Ja! Oh, it's bad. That's bad. That's bad. That's bad. Fuck, meine Laterne liegt noch da oben. Ich hoffe, der geht jetzt nicht zu meiner Lampe und denkt sich so.
Die liegt safe da oben, oder? Der macht die nicht aus, oder? Oder? Okay, wo will ich hin? Will ich da hin oder will ich da runter? Okay. Dingens links und rechts neben der Mitte kann ich drüber laufen. Dann wäre ich da. Da brauche ich meine Lampe.